Jetzt hast du einfach so in die Top 3 hinübergeleitet. Musste sein. Wir waren ja offensichtlich an einem Punkt, an dem wir gerade nicht weiterreden konnten. Top 3 Strafvollzug. Strafvollzug. Johannes, du musst anfangen. Oh, ich muss anfangen. Stimmt. Ich habe noch nie mal sortiert. Ich gebe als Platz 3, weil das einfach sein musste. Ich schaffe es zu jedem Thema, entweder Dr. Who oder Wes Anderson zu holen. Oh nein! Das ist Wes Anderson in diesem Fall. Ja, Wes Andersons Filme sind oft eine Strafe. Was? Welchen Film von... überhaupt nicht, Florian. Meine Meinung bist du auch nicht. Wes Anderson hat einen Film im Gefängnis gedreht? Nein, natürlich nicht. Aber es gibt eine ganz tolle Ausbruchsszene aus dem Gefängnis bei Wes Anderson im Grand Budapest Hotel. Alter. Ah, und es gibt auch diesen Maler im Gefängnis in genau. Schlag mich tot, in Zeitung. In The French Dispatch. Aber nein, ich gebe. Aber im Gefängnis gibt es gar keine Tapeten mit Waldmuster. Ja, das stimmt. Kann kein Wes Anderson-Film spielen. Sie haben sehr gestreifte Anzüge an. Sehr gestreift bei Wes Anderson. Man hat das Gefühl, die sind gestreifter als alle anderen Anzüge, die es im Gefängnis gibt. Jedenfalls sitzt er irgendwann zwischendurch im Gefängnis und erzählt von seiner kriminellen Vergangenheit. Oder ich glaube, es war die Vergangenheit. Und dann erzählt er, wie sie da rausgebrochen sind. Ausgebrochen aus diesem Gefängnis. Und es ist ein absurd langer Weg, den die da nehmen, um auszubrechen. Hier vorbei, dort vorbei, dort vorbei. Und da treffen sie doch noch auf irgendwelche Wächter, die dann umgebracht werden. Und der eine von denen, die da ausbrechen wollen, stirbt auch. Und die gucken da sehr lakonisch drauf und sagen... I guess that's what you call a tie, während beide da liegen und sich gegenseitig erstochen haben. Es ist sehr süß. Mit realistischem Strafvollzug hat das nichts zu tun. Aber deswegen auch auf Platz 3. Okay, Platz 3. Mein Platz 3 ist Clockwork Orange. Ah, okay. Strafvollzug, Verhaltenstherapie, die übelste Variante. Ja. Wir wollen aus Alex einen besseren Menschen machen. Deswegen fesseln wir ihn an einen Stuhl, spielen ihm die Oder an die Freude vor und zeigen ihm irgendwelche barbarischen Szenen. Ja. Ja. Damit kann man machen. Du meinen Platz 2. Ja, Entschuldigung. Aber Clockwork Orange, unglaublicher Film. Man kann sehr verstört da rausgehen. Sorry for that. Also muss man auf jeden Fall vorgewarnt sein. Der ist sehr verstörend, streckenweise. Aber es ist ein sehr, sehr guter Film. Ja, müssen wir auch irgendwann mal gucken, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, ja. Platz 1. Ja, dann Platz 1. Ich bin dann muss ich meinen Platz 2 nennen. Achso, wenn dein Platz 2 Clockwork Orange war. Ja, genau. Mein Platz 2, Serie. Mhm. Ich habe sie eine Zeit lang immer empfohlen und alle haben gesagt, bleh. Orange is the New Black? Ja. Es ist eine tolle Serie. Meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut. Natürlich wird, wie viele Serien mit den späteren Staffeln, immer schlechter. Aber am Anfang erzählt sie genau den richtigen Punkt treffend zwischen realistisch und albern Alltag im Minimumsicherheitsstrafvollzug von den Frauen. Und dann das auch wirklich überzeugend. Und es sind keine großen Geschichten, die da stattfinden, sondern es sind so die kleinen Alltagsstreitereien und Intrigen und so weiter. Und es ist wirklich witzig gemacht und es ist toll. Es ist auf jeden Fall sehenswert. Mittlerweile ja auch schon über 10 Jahre alt. Ah. Tolle Serie. Eine die erste große, erfolgreiche Netflix-Serie. Oh, okay. Auf jeden Fall sehenswert. Vielleicht auch für so einen Rewatch. Ich hatte zwischendurch gedacht, Green Mile vielleicht reinzubringen, aber der ist, ich war so jung, dass ich glaube, ich habe keine Ahnung gehabt, was Qualität ist, und ich befürchte ein bisschen bei diesem Film, dass der gar nicht so gut ist, wie ich dachte. Ich glaube, der ist immer noch okay, aber ich würde sagen, ich habe den als guten Film in Erinnerung. Ja. Ich hatte ja so eine krasse Stephen King-Phase und da fällt der rein und ich fand den Film besser als das Buch. Aha, okay. Aber der ist so kitschig, oder? Ja, der ist voll kitschig, absolut. Ja. Und der hat auch dieses ganz schreckliche Trope von dem Schwarzen, der weiße Schwarze, der den Weißen hilft und dessen einzige Rolle ist es, Märtyrer zu sein für die Weißen. Mhm. Ja. Und ich hatte noch einen Flug übers Kuckucksnest überlegt, habe ich aber dann nicht gemacht, weil er ja nur dem Strafvollzug entgehen will und dann in einem anderen Strafvollzug quasi landet, indem er in der geschlossenen Station da landet. Ja. Irgendwie auch eine Form von Strafvollzug. Ja, aber auch nicht schlecht. Ja. Ich habe das Schweigen der Lämmer als Platz 1. Oh ja. Ja, Hannibal Lecter ist im Strafvollzug. Ja, und es gibt diese eine wundervolle Szene, die wirklich immer zitiert wird, wie er im Gefängnis steht, hinter den Gitterstäben, und sie, Clarice, steht davor und die unterhalten sich und er macht dieses... improvisiert, ne? Ja, das von Anthony Hopkins, die große improvisierte Szene. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Szene, weil beide Schauspieler und beide Figuren showcasen dürfen, worum es geht bei ihnen, was die Figuren ausmacht und was die Schauspieler können. Das ist schon toll. Cool.
Mein Platz 1, du hast Scream mal gesagt, Stephen King, Die Verurteilten. Okay. Shawshank Redemption. Großartiger Film, hat mit Sicherheit auch seine Schwächen, hat auch dieses Klischee, auch dieses Trope von dem, von dem weißen Schwarzen, der eigentlich nur da ist, Support-Charakter für den Weißen zu sein. Voll. Aber unabhängig davon wirklich ein starkes, großes Hollywood-Drama, das ich dir vielleicht auch irgendwann mal aufs Auge drücke. Okay, na gut. Ich habe ihn nämlich, glaube ich, nicht richtig gesehen. Ich glaube, ich war sehr jung. Mal gucken. Dann gehen wir zurück in unseren Film. Ja. Das war unsere Top 3.